sind wir jetzt wieder bei diesem großen weißen Gebäude, der am Anfang dieser Straße ist. Also diese Shoppingstraße führt dann direkt hierher. Das ist das, wo diese, wo ich immer sage, diese Engelchen sind da oben. Da sind wir nämlich nur dran vorbeigelaufen, beziehungsweise haben davor kurz Fotos gemacht, aber wir waren gar nicht jetzt hier oben auf den Treppen. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt geht. Die letzten Tage waren die Leute immer auf den Treppen. Da war auch Feuer auf den Treppen. Mal gucken. Ah doch, ich sehe schon welche. Ja, das machen wir jetzt. So, hier ist alles schön eingezäunt. Aber da vorne kommt man rein. Und hier nämlich nebendran ist dann einfach ein riesengroßer Kreisel. Und wenn man die Straße runterläuft, ist es wirklich einfach die Shoppingstraße, die man runterläuft. Schon wieder Treppen. Ich werde von Treppen träumen. Die nächsten Wochen. Oh mein Gott. Gott, das sieht so schön aus mit diesen ganzen Säulen. Oh mein Gott. Hallo. Da sitzt er immer noch. Baby. Ganz viele Fotos haben wir gemacht. So sieht es hier von oben aus. Wahnsinn, voll schön. Ach, hier sieht man jetzt schon die Flamme. So, wir sind jetzt hier noch weiter hochgelaufen. Hier sieht man das Pferdchen mal. Also, es geht noch weiter hoch. Ah, Schatten, schön. Schon wieder so warm heute. So, jetzt sind wir wieder runtergegangen und hier ist anscheinend irgendeine, ich weiß nicht, eine Gedenkstätte, so sieht es zumindest aus mit dem Kranz. Und hier sind die Feuerstellen. So, das war's. Genug Fotos gemacht. Hier sieht es nochmal in kompletter Pracht, das ist so schön. Ich liebe den Platz. Richtig schön. Jetzt gehen wir erstmal was essen. Immer noch nicht gegessen übrigens. Also hier, wir sind nur beschäftigt mit Fotos machen und Sachen angucken, genau wie gestern. Einfach Essen wird mal ignoriert. Oder nach sehr, sehr, sehr spät nach hinten verlegt immer. Läuft bei uns. So, da werden Fotos gemacht und wir sind hier gerade in der Mitte. Da ist ja diese Straße, wo man zur Stadt geht. Und hier ist das Gebäude, wo wir die ganze Zeit waren und sind jetzt hier gerade in der Mitte vom Kreisel. Dieser Verkehr ist eine Katastrophe hier, das ist echt nicht normal. Schaut euch das mal an. Hier ist ein Zebrastreifen, aber es ist wurscht, wer da drüber läuft. Die fahren einen wirklich, also mir ist gerade einer wirklich vor die Füße gefahren, das ist grausam. Es gibt hier auch extrem wenige Ampeln, also es gibt sehr viele Zebrastreifen, aber die werden super ignoriert von den ganzen Autofahrern und so weiter. Also es ist eine Katastrophe hier. Hier muss man wirklich jeden Tag wirklich mit seinem Leben spielen. Das ist schon nicht ohne, würde ich mal sagen. So heftig. Das ist übelst heiß gerade. Leute, Mama, komm. Einfach ganz vorne laufen, dass die anderen hier... Mein Gott, hier ist gerade eine Menschenmasse unterwegs. Da, komm. Ja, da. Echt krank. Die spinnen alle. Ich meine, hier stehen ja Leute und die warten, wie wenn es rot wäre. Aber dabei ist es nicht rot. Hier ist ja ein Zebrastreifen. Das ist so krank. Echt. So, wir haben es geschafft, mal zu essen. Und wir sind jetzt in dieser Bar Brasil oder sowas. Ich habe mir jetzt eine Lasagne bestellt. Ich habe schon die letzten Tage so Lust drauf. Maike hat ein Sandwich und einen Salat. Panini nennt man das. Ich habe Panini bestellt und Salat. Und die Mami hat sich Spaghetti bestellt, allerdings mit Muscheln, Meeresfrüchten, was weiß ich, was alles. Und dieses Restaurant ist genau gegenüber von dem Gebäude, wo wir jetzt die ganze Zeit waren. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Schaut mal. Mag ich.
So, die ersten Teile sind schon angekommen. Lecker Käse. Die Knusperbrote sind eigentlich für den Salat. Gut. So, das ist Mamis Essen. So, meine Lasagne ist angekommen. Lecker, lecker, lecker. So, guten Appetit, ihr Lieben. Guten Appetit. So. Wir haben gegessen und sind wieder in diesen Laden gelandet, wo wir das letzte Mal auch waren. Alcott. So heißt der. Da hinten seht ihr es an den Kassen. Da wollten wir nämlich noch mal rein, weil wir haben das letzte Mal hier schon schöne Sachen gesehen. Aber wir wollten, das war der allererste Laden, wo wir drin waren. Deswegen wollten wir erst mal gucken. Aber jetzt sind wir fleißig am Shoppen, und zwar alle drei. Läuft bei uns. So, jetzt gehen wir erstmal hier ins Fitting Room bzw. Umkleidekabine und probieren mal an, was jetzt mitgenommen wird. Richtig süß, wir haben hier diese kleine Shoppingstraße und gerade entdeckt, dass man hier mal so reingehen kann. Und mittendrin, richtig süß. Ich glaube, das sind Mandarinen. Zitronenbaum, Mandarinenbaum. Voll hübsch. Richtig süß. So, wir sind hier wieder auf der Shoppingstraße die ganze Zeit. Oh, schaut mal. Die Freiheitsstatue in Rom. Ja, wir sind am Shoppen. Mitten auf der Straße. Sonntags, alle Geschäfte haben offen. Richtig genial. Ja, und die Mami und die Maike sind schon gut erfolgreich gewesen. Wobei, ich habe mir auch ein T-Shirt und eine Leggings geholt. Ich muss ja ehrlich bleiben, aber das war's schon. Aber die beiden hier, die spinnen. So, jetzt laufen wir nochmal zu einem Eissalon. Ich bin ja nur hier. Ja, ja. Ja, ja, von wegen. Die Sachen, die du trägst, sind alle dir. Hey, hey. Jetzt laufen wir zum Eis, wo wir gestern schon mal waren, weil da gibt's Bueno-Eis und Snickers-Eis und was weiß ich was. Ich zeig's euch gleich, weil da haben die beiden gestern Eis geholt, aber ich habe kein Eis gegessen, weil ich voll den Hunger hatte. Die haben einfach vor dem Essen irgendwann um 9 Uhr abends Eis gegessen. Das konnte ich nicht, deswegen gibt's echt schöne Sachen. Ganz kurz mal. Schaut mal, die Zehen, das ist hier richtig groß. Voll hübsch. So, Maike, zeig mal. Was hast du gemacht? Du hast bei Sephora eingekauft. So, wir sind gerade in Sephora. Eine kleine Tüte. Eine klitzekleine Tüte, aber jeweils 60 Euro Inhalt. Richtig krank. Naja, ihr werdet jetzt dann irgendwann im Haul sehen, die nächsten Tage. Ich zeig's euch jetzt. Da-da-da-da. Benefit. Bye-bye, Sephora. Hier hat heute Kat Von D eröffnet übrigens. Aber fand ich jetzt nicht so... Das heißt nicht so interessant, das hört sich jetzt bescheuert an. Ich könnte bei Sephora grundsätzlich so gefühlt alles kaufen, aber dann schaut man halt schon, was lohnt sich nicht, was hat man super viel, was hat man super wenig, was lohnt sich auch vom Preisverhältnis her und so weiter. Und ja, da haben wir uns eine schöne Palette geholt. Ja, aber ihr werdet sehen, ich werde euch noch das dann genauer zeigen. Und jetzt gehen wir ein Eis essen am Ende dieser Straße hier. Zeige ich euch gleich. Das hier ist übrigens der Laden, falls jemand fragen sollte, wo ich den Rock gekauft habe, diesen puffigen Rock, diesen rosanen mit den Blumen drauf. England! Gott, jede einzelne Kirche hier ist echt wunderschön. Die Decken vor allen Dingen sind immer so faszinierend. So, wir haben gerade Eis gekauft und schaut mal, Snickers, Bueno, Oreo, Nutella. Richtig, richtig genial. Und das habe ich jetzt auch genommen. Ich habe Bueno genommen und dieses allererste Dulce La irgendwas. Das ist so ein bisschen Karamell. Richtig lecker. Ja, das essen wir jetzt. Schaut euch mal den Zara an hier. Der ist so schön mehrstöckig. Ich weiß nicht wie viel, aber da hinten gibt es sogar Rolltreppen. Oh mein Gott. Ich drehe durch. So schön. Alles in weiß gehalten irgendwie. Mega. Uff, oh mein Gott, Leute. Ich dachte ja, der wäre dreistöckig, aber der ist vierstöckig. Vierstöckig und riesengroß. Man ist total überflutet. Man kann gar nicht genau gucken und schauen und machen und tun, weil es einfach viel zu viel. Aber ich bin in der Tat fündig geworden. Wer hätte es anders gedacht? Mama und Schwester stehen schon draußen und warten auf mich. Ich muss nur gucken, wo genau die sind. Und dann gehen wir jetzt nochmal... Ja, vielleicht, weil wir sind jetzt genug rumgelaufen. Wir haben auch alle drei echt Fußschmerzen von den letzten Tagen und von heute. Und wir wollen uns irgendwie einen Kaffee hocken, vielleicht noch ein Gläschen Wein trinken. Einfach so zum Abschluss sozusagen. Und dann machen wir uns auch langsam auf den Weg zum Hotel und zum Flughafen. So. Go.
gerade unser Handgepäck geholt. Ich habe mich gerade noch schnell abgeschminkt, weil das war gerade echt mal notwendig. Und habe meine Brille angezogen. Das ist viel besser, weil wir werden erst gegen 22 Uhr in Frankfurt Hahn ankommen. Und dann dauert es noch mal 1:15, bis wir in Frankfurt sind. Also ist eine ganze Zeit lang. Deswegen dachte ich mir, Kontaktlinsen besser aus. Und ja, jetzt fahren wir zum Flughafen erstmal. Kannst du dann Handy weg, oder was? Nein. Das ist unser Shuttle-Service. Also, das ist ein ganz normales Auto. Wir sollen nächstes Jahr wiederkommen. Ciao, ciao. Colosseum. Oh, auf dieser Seite war es schön. Gar nicht. Ja, aber die andere Seite ist auch noch schön. So, ab geht's zum Flughafen. Wir sind angekommen. Das war übrigens unser Auto hier. Wir haben nach so 15 Minuten Fahrt gemerkt, dass er zum verkehrten Flughafen fährt. Das war echt gerade eine Action und er hat irgendwelche Schleichwege genommen, dass wir hier noch pünktlich zu unserem Airport kommen. Und jetzt sind wir hier richtig und jetzt haben wir Gott sei Dank noch 45 Minuten Zeit, dass wir durch die Kontrolle gehen, weil wir haben auch nur Handgepäck, ist nicht so das Problem. Wir sind auch schon eingecheckt und so weiter. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim richtigen Airport gelandet, haben jetzt 45 Minuten Zeit, durch die Kontrolle zu gehen. Eingecheckt sind wir, Gott sei Dank. Wären wir jetzt nicht eingecheckt oder hätten wir noch einen großen Koffer, dann würden wir unseren Flug verpassen. Aber so geht es jetzt gerade noch. Das ist unser Glück jetzt sozusagen. Naja, so, wir gehen mal rein. Drama noch zum Schluss, echt. Oh. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flieger. Gott sei Dank alles geschafft. Problemlos, also wir sind durch die ganzen Kontrollen praktisch durch und es war einfach übelst leer. Wir sind nach vorne gelaufen, wir sind direkt drangekommen, dann sind wir reingegangen und hatten wir sogar jetzt noch gute 25 Minuten bis eine halbe Stunde Zeit, haben uns alle noch ein Sandwich geholt, weil wir hatten ja sehr früh heute Mittag gegessen und wir werden halt erst irgendwann gegen 24 Uhr in Frankfurt wieder erst ankommen oder so 23 Uhr, 23:30 Uhr, sowas um den Dreh. Und deswegen haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit gegessen. Und jetzt eine kleine Schlange, aber dann gehen wir gleich in den Flieger und dann geht's ab zurück nach Hause. Ich freue mich auf meine Katzen. Die Fernandes hat mir gerade schon ein Video geschickt, wie sie da war und wie sie gefüttert hat. So süß, ich liebe meine Babys, ich freue mich drauf. So, da, Mutter. So, da ist unser Flieger. Übrigens fragen sollte, Ryanair ist nicht zu empfehlen. Wir haben es von vielen schon gesagt bekommen gehabt, aber wir haben es jetzt am eigenen Leib gespürt. Nie wieder Ryanair und auch nie wieder irgendwas bei Expedia und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, ganz großer Fail. So, jetzt gehen wir mal rein. So, tschüss Rom, tschüss Italien. Jetzt kann ich euch schon mal zeigen, wir saßen nämlich hier an so einem Exit, wirklich in der Mitte vom Flugzeug und deswegen hatten wir hier total die Beinfreiheit. Also hier kann noch ein zweiter Satz. Das Einzige, was man halt hier nicht hat, man kann hier nichts runterklappen oder so, aber hier konnte man sich schön ausbreiten. Richtig gut. So, holen jetzt die ganzen Sachen runter und dann geht's ab zum Auto. Na, Mutter, immer nur Bilder machen. So, da ist nochmal die Maschine. So, gut angekommen, jetzt geht's ab zum Auto und ab nach Hause, nach Frankfurt, zu unserem Tierchen. Yes! So. So, gewohnte Umgebung, endlich wieder zu Hause. Meine Mäuse! Ich habe ihnen direkt mal was zu essen gegeben. Ja, wir haben mittlerweile 12 Uhr. Ich werde mich jetzt umziehen und eigentlich wollte ich mich ins Bett legen, aber mein Bett ist voll gepinkelt. Da die Fernandes mir davon nichts gesagt hat, gehe ich davon aus, dass das heute Abend erst alles passiert ist. Der hat wirklich ins Bett gepinkelt, der Jason. Ich gehe mal davon aus, dass es Jason war. So,
da ist das Drama und hier ist das Drama. Deswegen werde ich das jetzt noch kurz abziehen und direkt runter in die Wäsche bringen. Die Innendecke zumindest schon mal, weil dann kann ich die morgen früh direkt in die Sonne aufhängen und ich habe morgen sowieso einen großen Waschtag und es dauert immer sehr lange, weil ich lasse es dann richtig durchkochen und überhaupt, ja, läuft bei euch kotzen. Aber ich bin sowieso gerade noch nicht so super, super müde, deswegen werde ich mich sehr wahrscheinlich auf die Couch legen und dort schlafen. Bisschen vielleicht noch gucken, dass ich mal die ganzen Dateien auf den Laptop ziehe und vielleicht noch einen Film oder sowas gucke. Mal gucken. Ich werde sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich erstmal die Vlogs von Rom. Ja gut, ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Die paar Eindrücke vielleicht auch für die Leute, die noch nicht in Rom gewesen sind. Viele hatten, oder es hatten mich auch ein paar gefragt gehabt, ob sich lohnt. Okay, Deutsch, tschüss. Ob es sich lohnt, nach Rom zu fahren. Grundsätzlich ja. Also gerade, wenn man wirklich so interessiert dran ist, einfach so mal alte Gebäude zu sehen und einfach so Sehenswürdigkeiten. Grundsätzlich ist es eine wunderschöne Stadt. Aber die ist auch sehr, sehr gläubig. Also es ist wirklich so, dass du läufst zwei Schritte und in jeder Straße gibt es in jeder Straße mindestens ein bis zwei Kirchen halt eben. Und alle Stände sind halt wirklich alles voll mit Papst und Kreuzen und keine Ahnung was. Und man muss jetzt wirklich auch mal gestehen, dort ist es wirklich so, dass man, das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber das ist uns extrem aufgefallen, dadurch, dass wir ja in einer Großstadt wie Frankfurt leben. Hier ist ja wirklich so total multikulturell. Und in Rom war es wirklich so gewesen, ich glaube, wir haben ein einziges Mal eine Frau mit Kopftuch gesehen. Aber abgesehen jetzt vom Kopftuch, ist es wirklich so, dass man überhaupt keine, wo man irgendjemand hat mal sprechen hören, wo du weißt, aha, der ist zum Beispiel Muslime. Überhaupt gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das fand ich sehr komisch irgendwie. Also hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil ich weiß nicht, ich finde halt, das ist halt so eine richtige, ich weiß nicht, das ist halt einfach so eine Weltstadt, die man mal so gesehen haben muss. Genauso wie, keine Ahnung, Paris oder New York oder keine Ahnung was. Und es ist ja zum Beispiel, meine Schwester und ich, als wir in Abu Dhabi waren oder so, sind wir ja auch zum Beispiel in die Moschee und sowas gegangen, weil es einfach so schöne Gebäude sind. Das ist einfach, ich finde es einfach mega interessant, auch so andere Kulturen mal kennenzulernen und so weiter. Also ich habe keine Ahnung, woran es jetzt lag, aber das ist uns extrem, extrem aufgefallen. Also wenn du so durch die Menschenmasse gelaufen bist, hat man, klar, ganz viel Italienisch, Spanisch gehört, ganz viel Englisch, Amerikanisch, also auch ganz viel so Engländer und so weiter. Was weiß ich, Portugiesisch, man hat alles Mögliche, auch Polnisch, man hat alle möglichen Sprachen gehört, aber man hat gar nichts, so wie hier, wenn ich hier durch die Frankfurter Innenstadt gehe, dann hört man Marokkanisch, Türkisch, Arabisch, keine Ahnung, alles Mögliche. Und hier, also in Rom war es überhaupt nicht so. Ob ihr schon mal in Rom wart, ob euch das vielleicht auch aufgefallen ist. Also mir ist es sehr aufgefallen, einfach weil ich aus Frankfurt komme, weil einfach hier alles so gemischt ist, ist es uns dort extrem aufgefallen, dass man da nur so, ja, ich könnte jetzt noch nicht mal Europäer sagen, weil es sind ja dann trotzdem auch aus Amerika und so weiter, aber auf jeden Fall eher so mit, ja, so katholisch, evangelisch, was weiß ich, ja, aber Miami, was tust du da? Nein, 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 Maus, nein. Jetzt wollte die Miami gerade in die Schublade rein. Ja, ich hoffe, ihr habt, versteht, wie ich das meine. Das soll jetzt nicht irgendwie böse oder sowas klingen, um Gottes Willen. Aber das interessiert mich tatsächlich mal. Also, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal in Rom gewesen seid, ob euch das dann vielleicht auch aufgefallen ist, woran das vielleicht liegen könnte, weil es mir noch nie in keinem Land, wo ich bis jetzt gewesen bin, ist mir das so krass extrem aufgefallen. Also wirklich von 1000 Menschen, noch nicht mal, vielleicht von 5000 Menschen hat man dann vielleicht mal einen irgendwie gehört, der so Arabisch spricht. Also wirklich, das ist ganz, ganz, ganz extrem. Und ich war schon wirklich auf der ganzen Welt gewesen, in so vielen verschiedenen Ländern und Kontinenten. Und es ist mir jetzt wirklich das allererste Mal aufgefallen. Ob es vielleicht daran liegt, dass es wirklich so eine krass christliche Stadt ist, dass man sagt, das ist vielleicht uninteressant, aber finde ich halt
wie gesagt, nicht. Weil gerade, ich weiß nicht, es ist halt so eine Weltstadt, finde ich. Also ich finde Rom total einer der Städte, die man mal einfach so gesehen haben sollte. Und da gibt es ja auch mega viele Städte. Also es hat ja nicht alles nur mit Kirchen zu tun. Klar, sehr, sehr viel auf jeden Fall. Aber da gibt es halt, habt ihr ja gesehen, so viele schöne Gebäude und überhaupt. Also, aber das wollte ich euch mal fragen, weil ich das finde ich echt interessant und irgendwie komisch, weil es mir noch nie in keinem Land aufgefallen ist auf der ganzen Welt. Ja, also, ihr seid gefragt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, euer Feedback, ob ihr, wer schon mal im Rom war, ob das auch jemand aufgefallen ist, woran das liegen könnte. Hat jemand irgendeine Ahnung? I don't know. Ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt beende ich tatsächlich mal den Vlog. Ich werde hier mal direkt Wäsche waschen, vielleicht ein bisschen auspacken. I don't know, mal gucken. Ich bin noch relativ wach gerade. Ich war gerade im Auto super, super müde, aber jetzt ist schon wieder so einigermaßen okay. Und ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch und dann geht es wieder mit den normalen Tagesvlogs weiter. Ja, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass euch die Rom-Vlogs gefallen haben. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr gut oder was ihr vielleicht schlecht fandet, was ich beim nächsten Mal anders machen soll. Ich glaube, in was haben wir denn jetzt aktuell? April, Mai, Juni, Juli. Also in so 4 Monaten ungefähr geht es dann nach Bosnien, nach Kroatien. Da fangen die Hochzeiten und so weiter an. Meine mittlere Cousine heiratet ja zum Beispiel. Also ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich anders oder besser machen soll. Dann weiß ich nämlich Bescheid, dann kann ich euch da wieder einfach ein bisschen auf euch eingehen, was ich anders machen soll, besser machen soll oder ob ich es gut fandet, dass ich es genauso machen soll. Sagt mir sehr gerne Bescheid, gebt mir euer Feedback und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, tschüss!